Tag der Entscheidung in Brasilien. Lula da Silva und Jair Bolsonaro stehen sich in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen gegenüber und es könnte ein knappes Rennen werden. Entscheiden sich die Menschen für den rechtspopulistischen Amtsinhaber oder für den Ex-Präsidenten Lula? Umfragen sehen die linke Ikone knapp vorn. Doch diese Einschätzungen sind mit Vorsicht zu genießen. Vor der ersten Runde sahen die Meinungsforscher Lula als klaren Sieger und lagen damit falsch. 156 Millionen Menschen sind an die Urnen gerufen. Die Stimmung im größten Land Lateinamerikas ist nach einem überaus hart geführten Wahlkampf sehr aufgeheizt. Bolsonaro bezeichnet seinen Gegner Lula als korrupten Räuber und Kommunisten. Lula war bereits Präsident in den Jahren 2003 bis 2010, ergibt sich als Anti-Bolsonaro und Kümmerer der Ärmsten. Amtsinhaber Bolsonaro hat immer wieder Zweifel am elektronischen Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis im Fall einer Niederlage nicht anzuerkennen. Einige seiner Anhänger forderten unverhohlen einen Militärputsch. Mit dem Ergebnis wird in der Nacht zum Montag gerechnet.